MindPACS Measures to Manage Mental Health. MindPACS ist ein Langzeitmonitoring-Tool zur Unterstützung des Krankheitsmanagements bei psychischen Störungen. Es hilft Patienten, besser mit ihrer Erkrankung umzugehen. Das MindPACS-System besteht aus drei Teilen: einer mobilen App, einem Armband für den Patienten sowie einem Online-Portal für den Arzt. Um Ihren Patienten mit MindPACS vertraut zu machen, ist der erste Schritt das Herunterladen der MindPACS M1 App. Öffnen Sie mit dem Patienten den App Store und suchen Sie nach MindPACS M1. Laden Sie die App herunter und öffnen Sie sie. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, aktivieren Sie Bluetooth und Benachrichtigung, um alle Funktionen ordnungsgemäß zu aktivieren. Bitten Sie Ihren Patienten, auf dem Anmeldebildschirm ein Konto einzurichten, indem er seine E-Mail und ein selbstgewähltes Passwort zur Registrierung verwendet. Anschließend wird eine Aktivierungs-E-Mail an den Patienten geschickt. Nachdem die Aktivierung bestätigt wurde, ist das Konto zum Login bereit. Nach der Anmeldung werden Sie gebeten, Ihr Armband zu verbinden. Geben Sie nun die vorbereitete Box mit dem Armband Ihrem Patienten. Im Folgenden zeigen Sie Ihrem Patienten das Kopplungsverfahren. Zuerst legen Sie das Armband horizontal auf eine ebene Fläche und warten mindestens 3 Sekunden. Drehen Sie das Armband um 90 Grad, sodass es auf der seitlichen Kante steht, und warten Sie mindestens 3 Sekunden. Bringen Sie das Armband wieder in die ursprüngliche Position. Auf dem Armband sollten 3 LED-Leuchten blinken. Gleichzeitig zeigt die App an, dass das Armband jetzt erfolgreich verbunden ist. Wenn es nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte diesen Vorgang. Dieses Mal etwas schneller. Fragen Sie Ihren Patienten, ob er die Daten mit Ihnen teilen möchte. Wenn er damit einverstanden ist, geben Sie ihm Ihren Code, um ihn im Online-Portal anzeigen lassen zu können. Die MindPACS-App möchte Ihren Patienten im Alltag unterstützen und erinnert ihn daran, wichtige Daten zu erfassen. Dabei erscheinen als Erinnerung rote Zahlen für die Medikamenteneinnahme oder das Ausfüllen des Fragebogens. Gehen Sie zum Fragebogen und lassen Sie Ihrem Patienten beim ersten Mal einen Fragebogen zu persönlichen Informationen wie Geschlecht oder Größe ausfüllen. Auf dem Startbildschirm kann der Patient seine tägliche Aktivität und Ruhe sehen und erhält ein Feedback auf Grundlage der Bewegungsdaten des Armbands. Zu Beginn sehen Sie nur ein graues Diagramm, da es noch keine Daten gibt. Nach einigen Tagen werden zirkadiane Rhythmusinformationen wie folgt angezeigt. Die blauen Anteile zeigen die Ruhephasen an. Grüne Anteile visualisieren die Tagesaktivität. Dunkelblau bedeutet tiefe Ruhe, wobei hellgrün für ein höheres Aktivitätsniveau steht. Dies ist auch in der Legende erläutert. Unterhalb des Diagramms findet der Patient Informationen über seinen Schlaf, Aktivität, Medikamenteneinnahme und Anzahl der Ereignisse eines Tages. Zudem gibt es einen Stimmungsbalken für den Patienten. Dieser kann durch Antippen angepasst werden, um Veränderungen der Stimmung einzustellen. Die Stimmung wird ansonsten durch die Punktzahl des wöchentlichen Fragebogens generiert. In der Rückschau kann der Patient alle vergangenen Tage sehen, indem er auf dem Bildschirm nach unten scrollt. Sie können zwischen der Tages-, 2-Wochen- sowie Gesamtübersicht wechseln. In der 2-Wochen-Übersicht wird ein ähnliches Diagramm angezeigt. Der Unterschied besteht darin, dass die 14 Kreise jeweils einen einzelnen Tag darstellen. Indem der Patient entweder über das Diagramm oder den Stimmungsbalken wischt, kann er chronologisch zurück- und vorwärts gehen. Durch Tippen auf das Diagramm werden mehr Details seiner Aktivität angezeigt. In der Gesamt- bzw. Langzeitübersicht werden dem Patienten alle Daten auf einen Blick präsentiert. Das obige Diagramm zeigt die Ergebnisse der wöchentlichen Fragebögen. Ebenso werden Ereignisse, Medikamente sowie die Einnahmen in der Zeitleiste angezeigt. Die Ruhe und Aktivität werden im wöchentlichen Balkendiagramm dargestellt. Das Hinzufügen von Lebensereignissen hilft, äußere Einflüsse besser zu erfassen. Die Patienten werden darin ermutigt, ihre Medikamente in der App zu speichern, um eine Erinnerung an die Einnahmen einzustellen.
MindPax dient Ihrem Patienten als Begleiter und unterstützt Sie bei der Erfassung detaillierter klinischer Daten. MindPax measures to manage mental health.